Telefonakquise-Tipp Nummer 3 und der ist wie folgt. Die warme Telefonakquise, also mach aus der kalten Akquise eine warme Akquise. Und wie macht man das? Hierzu folgender Trick, es ist ja häufig so oder auch die Tendenz ist eher steigend, dass man erstmal gar nicht durchgestellt wird, wenn man sozusagen ein Erstgespräch ergattern möchte mit seinem Entscheider, mit seinem Influencer. Mal angenommen, du hast ihn jetzt halt recherchiert, aber bist aber gar nicht durchgestellt, sondern bist sozusagen etwas abgewimmelt, ja. Und das kann in der Regel folgt das so, dass du gesagt bekommst, du solltest erstmal eine E-Mail schicken, ja, und dann am besten noch auf info at und so oder irgendwie eine ganz besondere E-Mail, ja, die kann auch anders lauten. Oder was auch häufig ist, dass du einfach die E-Mail an sich bekommst, die E-Mail-Name des Ansprechpartners, ja. Und das ist auch schon ein Indiz dafür, dass es auch sehr ernst gemeint ist, dass derjenige einfach nur das Ganze im E-Mail will, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Homepage mache, dann schreibe ich auch extra dort, bitte Anfragen für meine Dienstleistungen per E-Mail, auch wenn ich im Impressum zum Beispiel meine Nummer angeben muss, ja. Das ist ganz klar, denn wer hat schon ständig Zeit, irgendein Telefon zu beantworten? Jedoch, wenn ich meine ganzen Anfragen in E-Mails sammle den ganzen Tag über, habe ich dann abends, wenn ich Ruhe habe, kann ich die durchgehen, Angebot, Nachfrage, Angebot, Bedarf, Leute, die mir irgendwelche Fragen stellen und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann mein Daily Doing einfach konsequent durchziehen, ja, meinen Kalender abarbeiten, meine Termine ungestört wahrnehmen, meine Seminare, was auch immer ich vorhabe. Und dann abends einfach arbeite ich meine E-Mails ab. Ja. Und deswegen wollen die Leute einfach gerne, dass man ihnen eine E-Mail schickt. Ja. Es kann, wie gesagt, eine Info-Ad sein oder irgendwas, ja, wo man es quasi das jetzt nur so ein bisschen in die Richtung Mülltonne so tun will. Ja. Aber in den häufigen Fällen, aber häufig auch, ist es eben so, wie ich es gerade erklärt habe. Ja. Und das sollte man nicht jetzt zum Beispiel den Fehler machen und sagen, ja, hallo, ich bin doch hier bezahlt, dass ich hier Telefonakquise mache, ja. Also ich muss das Ganze am besten nur mündlich und nur übers Telefon, sondern diese Situation nutzen, ja, ist mein Tipp Nummer 3, ja, um die Kaltakquise, deine Kaltakquise, also quasi dein Erstgespräch aufzuwärmen, in eine Warmakquise zu turnen, ja, also umzudrehen, ja. Und das machst du eben dadurch, indem du erstmal deinen Flyer schickst, deine Erst-E-Mail, ja, am besten, die kannst du ja schon ein bisschen vorbereiten, dann noch ein bisschen individualisieren, wenn du willst, und die schickst du und dann wartest du mindestens 1 bis 2 Tage, damit der Ansprechpartner eben diese Zeit hat, seine E-Mails abzuarbeiten. Und einige der sehr, das sind häufig auch die Entscheider, die du ans Telefon gerne bekommen würdest, ja, die haben ganz, ganz viele E-Mails, die haben vielleicht sogar hunderte, ja, hunderte E-Mails, die sie abarbeiten müssen, und das machen sie nicht innerhalb von 24 Stunden. Also schick die E-Mail, warte ein paar Tage, warte vielleicht sogar eine Woche und dann machst du ein Follow-up-Gespräch. Dann beziehst du dich auf die E-Mail, ja. Und wenn du dann nicht schon direkt ein Feedback, das ist schon auch eine Möglichkeit, dass du über die E-Mail schon einen Rückruf bekommst, kommt auch vor, oder eine Rückantwort über die E-Mail. Aber beim nächsten Gespräch kannst du dich auf diese E-Mail beziehen und das Kaltakquise, dieses Erstgespräch, das du dann führst, ist schon nicht mehr so kalt, sondern ist letztendlich schon so ein kleines Flämmchen mit dabei. Ja? Also das war mein dritter Tipp, ja, zur Telefonakquise, und mein vierter folgt zugleich. Bis gleich, tschüss.